Zum Jubiläum. Wir feiern, Sie sparen. Beim verkaufsoffenen Wochenende im Möbelzentrum Großrieschen vom 4. bis 6. März. Top-Sparangebote in allen Abteilungen. 30% Rabatt auf alle Möbel und bis zu 50% auf alle Küchenneubestellungen. Zusätzlich sogar mit unserer 0% Finanzierung. Ein tolles Programm mit Tipps und Tricks von unseren Verkaufsberatern und am Sonntag das große Siemens Live Cooking und Sie können gratis probieren. Riesigen Spaß gibt's für die Kleinen beim Kinderschminken und auf unserer Hüpfburg. Beim verkaufsoffenen Wochenende vom 4. bis 6. März. Möbelzentrum Großrieschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Und damit ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz am Donnerstag. Mit der Fastenzeit beginnt die Vorbereitung auf Ostern. Aber nicht nur der Verzicht, sondern auch die Freude auf das Fest wird in vielen Familien großgeschrieben. Ob es bei Ihnen im Vorfeld bestimmte Rituale oder Traditionen gibt, wollten wir in einer kleinen Umfrage wissen. Ja, eigentlich nur das übliche Ostersträuße fertig machen, ein bisschen schmücken. Ja, Enkelkinder haben wir in München, die sind weit weg. Früher war das ein bisschen schöner mit den kleinen Kindern, ne? Wenn man ein bisschen Ostereier verstecken konnte. Aber ansonsten Osterkaffee trinken. Ansonsten haben wir nichts weiter. Nö, eigentlich nicht. Ich bin mit meinem Mann alleine. Osterdekoration wird vorher rausgeholt, die Wohnung dementsprechend ein bisschen hergerichtet. Ausflüge machen. Hoffentlich ist das Wetter schön. Ostern ist ganz normal und ja, wir machen für die Enkelkinder und für die Kinder. Aber ansonsten. Nö. Ganz normal. In aller Ruhe. Nein. Nein, nö, man freut sich, dass frei ist. Nichts, ich bin alleine. Bei mir ist nichts mehr los und ich mache nichts zur Gottesstätte. Besondere Bräuche nicht. Ostern ist ja immer ein Fest, was man gerne begeht. Der Frühling kommt, nicht? Ansonsten nichts Besonderes, würde ich sagen. Ja, ich quille für meine Familie Schmetterlinge, Osterhasen und Küken. Ich bereite mich noch nicht vor. Ich lasse alles rankommen an mich. Na, ich warte, wie es Wetter wird und wenn es schön ist, dann geht's in den Garten. Nein, eigentlich habe ich keine Tradition. Also es wird ganz normal gefrühstückt. Da bekommt jeder schon so ein bisschen süßes Ei auf dem Frühstücksteller. Ne? Und dann gibt es halt, was es immer gibt, eventuell noch ein gekochtes Ei. Brötchen, Marmelade, Käse. Ja. Ja, wir verreisen um die Zeit immer. Ja. Nee, ansonsten, das geht erst nach dem Urlaub dann los. Wir sind jetzt nicht da und dann nach dem Urlaub, dann geht's los. Tradition, natürlich der Garten wird geschmückt. Für die Enkelkinder wird was zurechtgemacht. Dann gibt's ein schönes Essen, schönes Beisammensein in der Familie. Das ist bei uns so Tradition. Und Osterwasser nicht vergessen. Ah ja, und das Osterwasser. Große Tradition haben wir eigentlich nicht. Meistens irgendwie ein Ausflug, ein bisschen in die Natur, wenn das Wetter das zulässt. Ansonsten, ja, Ostereier suchen, manchmal Ostereier malen, aber in den letzten Jahren auch eher weniger. Fehlt ein bisschen die Zeit. Nee, ansonsten fällt mir jetzt erstmal nicht ein, weil wir hoffen, dass schönes Wetter ist, dass wir raus können. Ne? Ja, ich habe zum Beispiel nächsten Sonntag Geburtstag und da fahre ich weg.
Ich fahre nach Berlin zu meinen Kindern und dann nehme ich meine Enkeltochter mit. Die hat Schulferien, nicht? Ein paar Tage. Habe ich schon einen Plan gemacht, was ich alles unternehmen will. Nicht? Eventuell Kino oder Zoo oder mal sehen. Sachsen braucht Wohnraum und bezahlbar muss er sein. In den letzten Jahren wurde so viel gebaut wie nie. Doch das könnte nun ein Ende haben. Zu viele Steine liegen auf dem Weg und der größte davon heißt Energiesparverordnung. Ein Wortungetüm, das auf der Energiefachtagung in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden bei den Teilnehmern alle roten Lampen aufleuchten ließ. Wohin man schaut, es wird gebaut in Sachsen. Auch die Wohnungsgenossenschaften haben im letzten Jahr erstmals mehr Wohnungen neu gebaut als abgerissen. Dringend notwendig ist das, denn vor allem preiswerter Wohnraum wird langsam knapp. Allerdings, seit Anfang dieses Jahres scheint es vorbei zu sein mit dem Bauboom. Grund dafür die 2016 deutlich verschärfte Energieeinsparverordnung. Die hängt gerade den Wohnungsgenossenschaften wie ein Klotz am Bein. Das wurde auf der Energiefachtagung der Wohnungswirtschaftlichen Verbände Sachsens in Dresden deutlich. Ja, in der Regel ergeben sich durch Verschärfungen im Baurecht oder überhaupt im Recht meistens Verteuerungen für die Mieter. Sprich, das Bauen wird teurer und das teurere Bauen wird dann im Regelfall auf die Neuvertragsmiete umgelegt. Etwa 10.000 Euro teurer werde der Bau einer neuen Wohnung aufgrund der neuen energetischen Anforderungen. Zu teuer, um eine solche Wohnung dann noch zu einem bezahlbaren Preis vermieten zu können, so der Verbandschef. Leider ist es so. Also ich glaube, es gibt keinen, der was gegen Klimaschutz hat. Also fast alle haben Kinder oder Enkel und denken an die Zukunft. Wir auch. Wir möchten eben aber nicht, dass dieses Haus alleine betrachtet wird. Das ist so das typische Denken der Energieeinsparverordnung. Nicht? Ich pappe es zu, ich mache es dicht und dafür mache ich dann noch eine Lüftung, damit es nicht schimmelt. Das kostet unglaublich und es macht das Bauen so teuer. Und es macht es zu teuer momentan. Also wir finden erstens, energetisch ist es nicht notwendig, diese hohen Auflagen. Wir können Energie sparen, auch im Quartier oder mit anderen Möglichkeiten. Viel preiswerter, als das momentan dort der Fall ist. Und zweitens, wir schaffen es eben nicht mehr, Neubau für das normale Klientel zu schaffen. Und eine neue Energieeinsparverordnung ist eben dann wieder so, dass wir unter 10 Euro überhaupt nicht mehr vermieten können. Und da haben wir noch nichts gewonnen. Also wir müssen ja keinen Profit machen als Genossenschaft. Wir haben aber da nichts gewonnen. Und das geht nicht, weil das Klientel für 10 Euro kalt ist eigentlich nicht das für Wohnungsgenossenschaften. Das haben wir nicht. Die können auch theoretisch Eigenheim sich kaufen, die sich das leisten können. Das Haus der Zukunft ist nicht nur gut gedämmt und aufwendig be- und entlüftet, es soll auch selbst Energie erzeugen. Sonnenkollektoren und Windenergieanlagen auf dem Dach, Batteriespeicher und Brennstoffzellen im Keller. Im Moment leider alles noch Zukunftsmusik. Es zahlt sich oft momentan eben noch nicht aus. Wir haben viele Pilotprojekte gehabt. Wir haben Erfahrung gesammelt mit Wärmepumpen, mit Solarthermie, mit Photovoltaik, mit Erdwärme. Also wir wissen, was das bringt und vor allen Dingen wissen wir auch, was es kostet. Die Probleme der Wohnungsgesellschaften sind eher von dieser Welt. Von der Politik wünscht man sich vor allem mehr Praxisnähe. Geht man davon aus, auf der einen Seite haben wir die Energieeinsparverordnung, dann wird von der Politik eine Baukostensenkungskommission ins Leben gerufen. Das heißt, die gleichen Menschen, die im Prinzip auf der einen Seite sagen, okay, die Baukosten steigen um so und so 4%, sagen dann, okay, jetzt lass uns mal nachdenken, wie wir andere Sachen wieder wegkürzen können. Und das geht dann meines Erachtens zulasten des, ich sag mal, normalen Wohnstandards. Und ja, da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Augenmaß gefordert. Wo ich noch mehr Kritik übe, wo immer gesagt wird, wenn wir dort investieren, das spart ja der Mieter über die Energiekosten wieder ein. Und das stimmt einfach nicht. Die Investitionen sind wesentlich höher als das, was ich dann später mal in Wärme zum Beispiel oder in Warmwasser einsparen kann. Und da werfe ich der Politik schon Vorsatz vor. Weil da reden wir schon seit 10 Jahren drüber. Und wir können es belegen. Und wenn man nach 10 Jahren das immer noch nicht verstanden hat, und wir reden ja nicht über dumme Leute, ja, was ist es dann? Dann ist es doch nicht Dummheit, dann ist es Vorsatz. Ein Haufen Steine sei es, der der Wohnungswirtschaft in den Weg gelegt werde. Und die Steine werden in Zukunft eher größer. Die aktuelle Regelung 2016 bzw. die Stufe 2016 ist ja nun schon in Kraft getreten, aber es wird sicherlich mit der Energieeinsparverordnung noch weitergehen. Sprich also, hier wird das Niedrigstenergiegebäude 2020 angestrebt werden. Hier wird es also noch Verschärfungen geben. Und damit wohl immer weniger bezahlbarer Wohnraum. Neue Wohnungen wird es wohl auch in Zukunft geben, nur eben nicht für jeden.
Also die Auswirkung der neuen ENEF heißt weniger Neubau für die normale Bevölkerung. Es wird Neubau geben für die Reichen in diesem Land, aber nicht für die Normalen. Und gleich nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder für Sie da. Bleiben Sie dran. Mit diesem Expertenangebot der Woche geht der Frühjahrsputz schneller denn je. Dieser Dyson-Staubsauger kommt ohne Filter und Beutel aus, das heißt kein lästiges und teures Wechseln mehr. Und wenn ihr es mal mit hartnäckigem Schmutz zu tun habt, könnt ihr an der Bodendüse einfach die Saugleistung erhöhen. Und bei einem Fassungsvermögen von bis zu 2 Litern dauert es auch eine ganze Weile, bis ihr den voll habt. Und in Sachen Wendigkeit macht diesem Dyson-Staubsauger keiner was vor. Dank der Dyson-Ball-Technologie dreht sich dieser Staubsauger auf den Punkt und ist kinderleicht zu lenken. Und mit der biegsamen Flexi-Fugenbürste kommt ihr dann auch garantiert in und um jede Ecke. Kein Ärger mehr mit den Nachbarn, weil ihr abends noch saugt. Schallgedämpfte Halterungen am Motor sorgen für eine angenehme Lautstärke. Dieses Expertenangebot der Woche bekommt ihr in allen Expert-Fachmärkten und unter www.expert.de für nur 222 Euro. Expert. Immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg. Oder unter esc-expert.de. Finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Auch ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe kaufen. Schauen Sie doch mal rein. Und damit willkommen zurück. Im Landkreis Bautzen sind aktuell 3070 Asylbewerber untergebracht. Knapp 15% davon in Wohnungen, der Rest der Flüchtlinge lebt in Gemeinschaftsunterkünften. In Hoyerswerda wird am Montag das mittlerweile dritte Heim mit einem Tag der offenen Tür vorgestellt. Besucher sind von 16 bis 18 Uhr ins ehemalige Natz in der Münzerstraße eingeladen. Und weitere Nachrichten haben wir jetzt im Überblick für Sie zusammengefasst. Im Innenbereich der Hoyerswerda Altstadt werden Anwohnerparkzonen eingerichtet. Wie das Rathaus mitteilt, sollen sie in der Mittelstraße sowie im Bereich der Spremberger Straße vom Markt in Richtung Altstädter Eck und in der Grünstraße ab der Einfahrt Parkplatz gelten. In den restlichen Bereichen gilt jeweils werktags eine eingeschränkte Parkdauer von 2 Stunden in der Zeit von 9 bis 18 Uhr. Danach ist das Abstellen der Fahrzeuge länger möglich. Langzeitparker ohne Anwohnerausweis können alternativ das bis dato kostenfreie Parkhaus der Sparkasse sowie die Stellflächen der Alten Berliner sowie Kolpingstraße nutzen. Die Neuregelung tritt ab dem 1. April in Kraft und wird auch kontrolliert, heißt es aus dem Rathaus weiter.
Im Lauter Ortsteil Tornow ist am Donnerstag der neue Spielplatz eingeweiht worden. Auf dem Gelände der Kita Regenbogen warten nun ein neues Reck, ein Klettergerüst sowie ein Kleinkinderbereich auf zahlreiche Steppkes. Rund 11.000 Euro wurden in die Erneuerung der Anlage investiert. Der zweite Spieltag in der Handball-Grundschulliga steht am Samstag in Hoyerswerda an. In der Halle des beruflichen Schulzentrums im WK 10 werden die Besten in den Klassen 3 und 4 ermittelt. In den ersten und zweiten Klassen wird vor allem auf Spieltechnik und Miteinander gesetzt. Hier stehen sich nämlich nicht die Schulteams, sondern kurz vor dem Turnier zusammengewürfelte Mannschaften gegenüber. Gäste sind beim Nachwuchsausscheid gern gesehen. Los geht es um 9.30 Uhr. Von Freitag bis zum 11. März gelten auf der Regionallinie 15 Hoyerswerda-Dresden im Raum Dresden andere Fahrzeiten. Grund dafür ist die Inbetriebnahme neuer S-Bahn-Gleise zwischen der Landeshauptstadt und Coswig, informiert die Deutsche Bahn. Ab Samstag befindet sich wieder eine Station im Lausitzer Seenlandklinikum in Azubi-Hand. Bereits zum zweiten Mal werden die jungen Leute für den kompletten Ablauf verantwortlich sein. In diesem Jahr sind die 22 angehenden Gesundheitspfleger im Bereich der Orthopädie, Unfallchirurgie und Handchirurgie im Einsatz. Für 2 Wochen müssen sie alle 3 Schichten abdecken, die Patienten aufnehmen, versorgen und allein verantwortlich ärztliche Anordnungen ausführen. Für die 2-wöchige Projektphase stehen Ihnen natürlich examinierte Pflegekräfte sowie Ihre Lehrer als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Premiere im vergangenen Jahr wurde als Erfolg verbucht. In Hoyerswerda wird die Veranstaltungsreihe Bildungsakteure stärken in diesem Jahr fortgesetzt. 6 Termine stehen im Katalog. Unter anderem geht es um die Elternarbeit in Kita und Grundschule, soziale Netzwerke, die Stärkung der physischen Widerstandskraft oder auch Sprachauffälligkeiten im Kindesalter. Die Vorträge sind nicht nur für Fachleute, sondern auch interessierte Eltern oder Großeltern gedacht. Mehr Informationen gibt es auch im Netz unter www.hoyerswerda.de unter dem Button Bildung. Der Mühl bzw. Biesamteich bei Schecktal ist jetzt saniert worden. Wie die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt informiert, wurden aus dem Gewässer seit Jahresbeginn rund 1000 Kubikmeter Schlamm ausgebaggert. Damit wurde ein neuer Teich da modelliert. Der umgehende alte Baumbestand mit einem hohen Totholzanteil und Höhlenbäumen konnte damit geschont werden. Die Teichmulde hat sich bereits wieder mit Wasser gefüllt. Insgesamt wird eine Fläche von 2000 Quadratmetern erreicht. Damit steht im Bereich der einstigen Grube Clara 3 nun ein Teichtrio zum Artenschutz zur Verfügung. Mit Beginn des Frühjahrs wird der Einzug der Amphibien zur Laichzeit erwartet, aber auch Rohrsänger und Wasservögel sollen hier einen ruhigen Brutplatz finden. Wie man mit einer Ernährungsumstellung nicht nur das Wohlbefinden verbessern, sondern auch chronische Krankheiten heilen kann, erfahren Sie gleich bei uns nach einer ganz kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran. Haben Sie ein ungewöhnliches Hobby, eine große Sammelleidenschaft oder kennen Sie jemanden, den wir unbedingt einmal vorstellen sollten? Sie können sich telefonisch unter 03571 425 40 oder via Mail unter info@elsterwelle.de einfach bei uns melden. Frisches Obst und vor allem Gemüse. Diese Lebensmittel zählen zu den Grundpfeilern gesunder Ernährung. Wir alle haben Obst und Gemüse in unserem Speiseplan, doch die wenigsten Menschen wissen, dass mit einer Ernährungsumstellung auf vitalstoffreiche Vollwertkost, also auf naturbelassene und frische Lebensmittel, Verbesserungen bei bestimmten Krankheiten erzielt werden können. Michaela Bartel hat das geschafft. Die 56-Jährige erkrankte Mitte der 90er Jahre an Colitis ulcerosa. Das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung mit Bauchkrämpfen und blutigen Durchfällen. Sie probierte die vitalstoffreiche Vollwertkost aus und lebt heute ganz normal, ohne Durchfälle und Bauchschmerzen. Der größte Erfolg für sie ist, dass der Darm ausgeheilt ist innerhalb von
etwas mehr als einem Jahr konnte ich alle Medikamente, auch Immunblocker, Cortison, Entzündungshemmer wie Mesalazin komplett weglassen. Und mir ging es immer besser. Ich konnte wieder aus dem Haus gehen, was man bei der Krankheit ja nicht kann. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen will sie anderen Betroffenen weitergeben. Deshalb zeigte sie nun einer Selbsthilfegruppe aus Hoyerswerda, deren Mitglieder ebenfalls an Colitis ulcerosa leiden, in einem Vortrag, wie man die Ernährungsumstellung am besten angeht. Die Initiatorin der Selbsthilfegruppe, Karin Hensch, hat sich bereits mit dem Thema beschäftigt und kann schon einige Erfolge aufweisen. Ich muss sagen, dass ich mich noch wohler fühle. Ich hatte ja schon vorher viel erreicht, weil ich selber experimentiert habe mit Ernährung, weil man hat ja vieles dann auch gelesen und gehört. Und ja, ich habe schon einiges so ausprobiert. Was ich ganz konkret umgesetzt habe, ist wirklich dieser besagte Frischkornbrei. Den gibt es bei mir zwar noch nicht täglich, aber so 5-mal die Woche. Doch nicht nur die chronisch entzündliche Darmerkrankung können Betroffene mit dieser Art der Ernährung in den Griff bekommen. Auch anderen Krankheiten kann man damit entgegenwirken. So werden beispielsweise bei Erkältungen Rheuma, Gicht, Multiple Sklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Verbesserungen erzielt. Wer eine Ernährungsumstellung angehen möchte, braucht Durchhaltevermögen. Denn man sollte sich immer vor Augen halten, die Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Wenn ich es nicht mache, kommt die Krankheit zurück. Und ich habe es öfter beruflich, selbstständig, aus Zeitgründen dann nicht so konsequent gemacht und habe immer sofort die Rechnung bekommen. Und dabei habe ich gelernt, es macht keinen Sinn, weil jeder Krankheitsschub schadet dem Körper. Es geht dabei was kaputt, was unwiederbringlich ist. Und es lohnt sich nicht, einfach zu sagen, ich habe keine Zeit. Das, was wir essen, ist eigentlich das Beste, was für uns, für unseren Körper, was wir für uns selber tun können jeden Tag. Michaela Bartel hat in Deutschland einige Menschen gefunden, die es ebenfalls geschafft haben, mit Hilfe dieser Art der Ernährung ihre Krankheit in den Griff zu bekommen. Sie haben ihre Geschichten aufgeschrieben. Darunter sind Berichte aus Dresden, Leipzig und Hoyerswerda. Voraussichtlich im Sommer dieses Jahres sollen diese Geschichten dann veröffentlicht werden. Das Elsterwelle Kalenderblatt. 1449 gab es das erste Rathaus in Hoyerswerda. Knapp 30 Jahre nach der Verleihung des Stadtrechtes wurde der wohl schmucklose Bau benannt. 1515 brannte die Stadt fast völlig ab und auch das Rathaus wurde damals ein Opfer der Flammen. Erst 1680 berichtet die Chronik von der Grundsteinlegung eines neuen ersten Hauses. So lange gab es wohl immer Zwischenlösungen. Der Renaissancebau mit dem schon damals erhaltenen Rundbogen und Wappen von Seyfried von Promnitz, der 1581 die Herrschaft Hoyerswerda erworben hatte, ist in Grundzügen bis heute erhalten. Um 1930 gab es einen Erweiterungsbau. In den 1980er Jahren wurden die Fassade und ab 1997 das komplette Gebäude umfangreich saniert. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Der Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda lädt am Freitag zu einem Seniorenschwimmen in das Lausitzbad. Treff ist um 10 Uhr. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda steht am Freitag das Basteln und Spielen im Programm. Möglich ist dies von 14 bis 18 Uhr. Im Mehrgenerationenhaus Bernsdorf in der Eisenwerkstraße trifft sich am Freitag die Klöppelrunde. Interessierte sind dazu von 15 bis 17 Uhr eingeladen. Das NATZ im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda bietet am Freitag in seinen Räumen die digitale Gestaltung von Grußkarten an. Das Ganze ab 15 Uhr. Ein Gitarrenkurs für Einsteiger steht am Freitag im Jugendhaus Lauter am Lessingplatz im Programm. Er beginnt um 16 Uhr. Und die neue Bühne Senftenberg zeigt am Freitagabend Friedrich Schillers Maria Stuart. Der Vorhang zur Vorstellung öffnet sich um 19.30 Uhr. In der Nacht zum Freitag aufgelockert, später gering bewölkt und trocken, stellenweise Nebel bei minus 1 bis minus 3 Grad. Es weht dazu ein schwacher südlicher Wind. Am Freitag nach örtlichem Nebel wechselnd bewölkt, teils auch längere heitere Abschnitte und niederschlagsfrei, Höchsttemperatur 6 bis 9 Grad.
Am Samstag wolkenreich, aber nur selten ein paar Tropfen Niederschlag. Am Sonntag vermehrt Regen oder Schneeregen und nass kalt. Und das war's schon wieder mit der Drehscheibe Lausitz. Am Freitag schauen wir nach Kamenz. Deutschunterricht speziell für Asylbewerberinnen ist eines unserer Themen. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten würden. Bis dann.